Herzlich willkommen zu einem neuen Helix 2 Stream. Wir sind jetzt in Stunde 14, wenn ich mich nicht irre. Die letzte Folge, die wurde angenehm unterbrochen. Und zwar durch den Raid. Und dafür bin ich mega dankbar immer noch. Aber jetzt will ich ein bisschen Helix 2 weiterspielen. Und ja, ich werde hier den Spielstand nochmal laden und hoffe, dass ihr nichts verpasst habt dadurch. So. Ja. Ach, und noch etwas. Die Fremden machen ihre Besitzansprüche mit aller Macht geltend. Wenn du also nicht sterben willst, dann meide bis auf Weiteres das Land Marakor. Dort sind sie besonders aktiv. In Marakor. Was ich gerade sagen wollte. Es gibt viele unter uns, die dich tot sehen wollen. Für das, was du mit dem Hybriden gemacht hast. Apropos Todsehen. Wir haben Glück. Für heute ist eine Exekution anberaumt. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das Urteil wurde gesprochen. Oh. Ein Effizienzmangel wurde zweifelsfrei nachgewiesen. Und der Angeklagte hat das Urteil angenommen. Exekutiert den Schuldigen. Oh. Gute Arbeit. Okay. Ihr kennt das Prozedere. Bezieht eure Posten, sobald ihr alles erledigt habt. Die looten den. Ich will den auch looten. Ich habe mich schon gefragt, wie lange sie ihm sein Verhalten noch durchgehen lassen. Als nächstes gehen wir zu unserer Forschungseinrichtung. Eine Sache noch. Wie ihr vielleicht jetzt gerade seht, ich habe ein bisschen was Neues. Erstens, die Kamera. Die ist jetzt tatsächlich eine gute Kamera. Und vielen Dank an Hagen und Chriske und alle, die mich dabei unterstützt haben. Raffin hat zum Beispiel auch ein paar Euro da gelassen und so. Also vielen Dank an alle. Ich habe gerade aufgeschlossen von der Kohlensäure. Also die Kamera ist jetzt richtig gut. Die hat HD und ja, man kann mich tatsächlich in einer guten Auflösung erkennen. Und das Zweite, was neu ist, ist mein Headset. Ich könnte sogar theoretisch hier ein Mikro holen, aber ich habe natürlich das Qualitätsmikro und das werde ich auch weiterhin nutzen. Aber das Mikro ist auch, das Headset, sorry, ist auch ganz neu und ja, das musste ich mir holen, weil ich das alte halt wirklich zerfetzt habe, leider. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie das passiert ist, das war ganz simpel. Ich hatte das hier am Tisch hängen. Und habe mich dann mit dem Stuhl umgedreht und habe dabei das Headset runtergeschmissen. Und ist halt doof aufgekommen und dann ist es abgebrochen. Passiert, aber naja. Das hier war jetzt ein bisschen teurer. Obwohl, geht eigentlich so vom Preis, ja. Aber bisher bin ich sehr zufrieden. Das sitzt super über meinen Ohren. Und nicht auf meinen Ohren. Das ist viel wert. Und ich habe es ein bisschen... also es ist... schallgedichtet nach außen. So, jetzt aber zurück zum Spielen. Also ich wollte nur Danke sagen. Danke. So, wie war das jetzt? Wer wurde einfach so getötet? Wie? Das war's jetzt? Er wurde einfach so getötet? Seine Ineffizienz hat sein Schicksal besiegelt. Was waren seine Verbrechen? Wer gegen die Direktive verstößt, wird hingerichtet. So einfach ist das. Es scheint dich zu schockieren. Du müsstest die Direktive und ihre Folgen doch noch kennen. Tue ich, er hat sich wohl doch nicht so viel geändert, wie ich anfangs dachte. Das heißt nicht, dass ich sie gut finde. Ja, es ist halt wohl so, wer keine Leistungen mitbringt, der hat es nicht verdient, hier zu leben. Tue ich. Es hat sich wohl doch nicht so viel geändert, wie ich anfangs dachte. Ist das Mitleid in deiner Stimme? Interessant. Ich habe gehört, dass du deinen Emotionen angeblich freien Lauf lässt. Lass uns beim Laufen weiter darüber reden. Ich glaube nicht, dass wir keine Emotionen hätten. Wir mussten einsehen, dass totale Emotionslosigkeit nicht die Lösung für unsere evolutionäre Entwicklung sein kann. Davon habe ich mal gesprochen. Sie hat uns blind gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand wie du uns beinahe zu Fall bringen konnte. Deswegen bekommt jeder nur noch so viel Elex, wie er braucht, um seine Arbeit möglichst effektiv erledigen zu können. Wir stehen jetzt vor dem Rechen- und Forschungszentrum.
Hier wird unter anderem der optimale Elex-Konsum berechnet. Der optimale. Was ist denn die optimale Menge? Das hängt von deiner Aufgabe ab. Ein Taktiker, der keine Angst um seine Truppen hat, ist unter Umständen kein guter Taktiker. Auf der anderen Seite ist eine Wache, die Angst zu töten hat, keine gute Wache. Der Mittelweg scheint eine gute Wahl zu sein. Den Manager offen. Okay, ihr versucht also Emotionen nur dort zu unterdrücken, wo sie hinderlich sind. Richtig. Das sind unsere neuen Regeln des Elex-Konsums. Und eben für diese Berechnungen ist diese Forschungseinrichtung gut. Wenn du keine Fragen mehr hast, habe ich dir jetzt noch etwas anderes zu zeigen. Ein Experiment, das wir aktuell durchführen. Folge mir. An der Stelle kurz unterbrechen. Ich kann das tatsächlich nachverstehen, was die meinen. Es gibt Emotionen, die sind echt furchtbar. Also zum Beispiel jeder, der an Depressionen leidet oder an Angststörungen oder so. Wenn man das einfach unterdrücken könnte oder halt deutlich verringern könnte, wäre das Leben in solches natürlich viel, viel besser für die Leute. Und ja, also hier dementsprechend kann ich das tatsächlich nachempfinden, dass man nicht alle Emotionen haben möchte. Auch so Emotionen wie Neid, Eifersucht und so, das hat alles schon Kriege ausgeführt, ausgelöst meine ich. Und ja, wenn man das nicht hätte, hätte man weniger Probleme. Ja. Allerdings sollte man nicht alle Emotionen betäuben, zum Beispiel Trauer um einen Verstorbenen zum Beispiel. Wenn man die nur, wenn man das nur betäuben würde, dann ja, die Emotionen müssen trotzdem raus, sonst explodiert man innerlich. Und ja, sowas zu betäuben ist gar nicht gut. Deswegen, da muss man ein bisschen freien Lauf lassen. Aber anderes kann ich mir echt gut vorstellen, dass das besser wäre, wenn diese Emotionen einfach weg wären. Du hast von einem Experiment geredet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir versuchen, Kinder zu züchten, die... Moment mal, was tut ihr? Ja. Wir erschaffen eine neue Generation rational denkender Taktiker. Bitte? Lass uns mal ein bisschen in den Unterricht reinhören. Vielleicht können wir noch was lernen. Ah, und ihr seht gerade, da oben vor uns ist einer der Mechs, von denen ich mal geredet habe. Ist halt jetzt bei den Alps, anstatt bei den Klerikern, aber ist halt ziemlich ähnlich. Und die Drohnen direkt daneben. Was die Alps hier jetzt machen, klingt für mich sehr nach hier Spock und seine nur Logik, keine Emotionen. Star Trek. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Mach mal weiter. Die Lektion vom letzten Mal dürfte euch noch im Gedächtnis sein. Wir werden heute das Gleiche erneut versuchen. Hinsetzen. Gut. Und jetzt denkt daran, was wir gestern gelernt haben. Ich hab ein bisschen Angst, was passiert. Konzentriert euch. Frau Lehrerin, ich... Wie oft noch, Makar? Keine Zwischenfragen. Fühlt, wie die Emotionen euren Körper durch. Da muss ich gerade erstmal Einspruch erheben. Einspruch. Zwischenfragen bei Kindern niemals unterbinden. Die Neugier von Kindern ist das, was sie antreibt. Wenn man das unterbindet, dann unterbindet man den Fortschritt. Also... Kinder haben viele Fragen, weil sie vieles verstehen möchten. Und wenn man ihnen keine Antwort geben kann oder gar die Frage ignoriert oder unterbindet, ist das der völlig falsche Weg für Kinder. Durchfluten. Denkt an die Strafe von letzter Woche. Spürt die Wut, die sie erzeugt hat. Wenn sie euch zu übermannen droht,
Versucht, die Rechenaufgabe zu lösen, die wir gestern besprochen haben. Konntet ihr die Wut erzeugen? Und wenn ja, will ich die Lösung der Aufgabe von euch wissen. Wenn nicht, werden wir die Strafe von letzter Woche wiederholen. Ineffizienz wird nicht toleriert. Übt das zu Hause. Nächstes Mal will ich einen dreiseitigen Bericht über eure emotionale Stabilität lesen. Besonders von dir, Makar. Bei dir machen wir uns ein wenig Sorgen. Also streng dich mehr an. Sehr wohl, Frau Lehrerin. Gut, ihr dürft jetzt gehen. Wie du siehst, geht es den Kindern hier sehr gut. Die Elex-Experimente scheinen gut zu verlaufen. Oh Gott. Ihr gebt den Kindern Elex? Ich kriege sogar Drogen, Leute. Nein, im Gegenteil. Wir experimentieren damit, den Kindern kein Elex zu geben. Wir lehren sie, logisch und präzise zu denken, ohne den Einsatz von Elex. Wir Alps haben nie gelernt, mit Emotionen umzugehen. Aber ohne das Elex sind viele von uns ihren eigenen Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Dies versuchen wir bei den Kindern zu verhindern. Den Kindern wird der Umgang mit Emotionen beigebracht, ohne dabei ihr effizientes Denken zu vernachlässigen. Ohne Elex sind sie doch nichts anderes als normale Menschen, oder nicht? Nein. Sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden sie, wie alle anderen, ihre täglichen Elex-Rationen bekommen. Unseren Berechnungen zufolge sollten emotional gefestigte Alps mit dem Zugang zu Elex die nächste Evolutionsstufe erreichen können. Unseren Berechnungen zufolge sollten emotional gefestigte Alps mit dem Zugang zu Elex die nächste Evolutionsstufe erreichen. Ich mache eher hier... Wie kommt ihr auf die Idee, dass das funktionieren könnte? Weil es in der Vergangenheit bereits funktioniert hat. Bei dir. Du warst ein Alp und hast es geschafft, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir vermuten, dass es dir nur deswegen möglich war, dem Hybriden die Stirn zu bieten. Dieses Phänomen erforschen wir und versuchen es nachzustellen, um es zu perfektionieren. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du dich mit unseren Wissenschaftlern unterhalten. Lass uns weitergehen. Wir kommen gleich in den Sektor der Kollektoren. Sie sind dafür verantwortlich, Elex zu finden und in die Silos zu bringen. Keine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Naja. Die Kollektoren, die hier wohnen, brauchen nicht sehr effizient zu sein in ihrem Handeln. Was bedeutet, sie bekommen auch nur geringe Dosen Elex zugeteilt. Und das macht sie anfälliger für unkontrollierte Emotionsausbrüche. Wenn es nach mir geht, würden wir sie nicht im Depot wohnen lassen, sondern irgendwohin auslagern. Lass uns direkt weitergehen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Folge mir. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier hinten wesentlich ungeordneter zugeht als anderswo im Depot. Wir haben durchaus unsere Probleme mit den Kollektoren und ihrer Lebensweise. Wenn du nicht aufpasst, kann es sogar passieren, dass du bestohlen wirst. Sowas hätte es zur Zeit des Hybriden nicht gegeben. Ist das nicht jedes? Glücklicherweise sind wir jetzt wieder raus aus dem Sektor der Kollektoren. Wir kommen jetzt in den der Soldaten. Hier geht es wesentlich geregelter zu. Da sie unter Umständen schwierige Entscheidungen treffen müssen, bekommen sie dementsprechend größere Rationen Elex. Das ist hinter mir. Oh Gott, bin ich dumm. Oh, bin ich dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Das, was ich meinte, ist mein Lebensbalken. Ich habe den Lebensbalken vergessen, dass der direkt hinter mir ist. Ich sollte so spielen. Ich weiß auch noch nicht. Ich weiß echt nicht, wo ich mich hier hin tue am besten. So sieht halt auch ein bisschen kacke aus. Deswegen bleibe ich mal noch hier unten. Mein Lebensbalken. Ich dachte echt gerade, was ist das denn? Ja, ich tue mich mal wieder hier unten in die Ecke. Und dann ist okay. Ich muss das überdenken.
Oh, weißt du? Du mich absichtlich warten? Ja. Hier wirst du dich auch mit ordentlichen Waffen eindecken können. Ihr erlaubt den Handel im Depot? Inzwischen ja. Durch den Handel ist es uns möglich, eine Art Belohnungssystem für effektives Handeln zu erschaffen. Wir bezahlen unsere Arbeiter mit Elixit. Und mit diesem Elixit können sie sich Dinge kaufen, um wiederum effektiver zu arbeiten. Dies scheint sie zu motivieren. Aber du kannst dir später alles anschauen. Jetzt bringe ich dich erstmal zu Azog. Komm. Das ist ein simples Prinzip. Das ist ganz einfach, wie wir fahren zur Arbeit, um Geld zu verdienen, um uns Sprit kaufen zu können, damit wir damit zum Arbeit fahren können. Dort oben ist der Bezirk der Agenten. Sie sind unser Mittel, die Kollektoren und alle anderen zu überwachen. Sicherzustellen, dass jeder seine Ration Elex einnimmt, dass keiner zu viel oder zu wenig nimmt. Sie achten darauf, dass keiner hier aus der Reihe fällt. Da will ich mich nachher mal umgucken. Krass. Das hier ist ein riesiges Gebiet. Und ich wette, hier kann man noch einiges ändern. Also im Sinne von, was die hier treiben und wie die mit dem Elix und so umgehen, kann man hier mit Sicherheit noch ein bisschen was ändern. Wenn man die Story macht. Ich esse mal gerade etwas. So. Ich hoffe, du konntest dir ein gutes Bild vom Depot machen und deine Rückkehr in unsere Reihen wird dir nicht allzu schwer fallen. Ja. Ich hatte nicht vor, mich euch anzulernen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Du warst einst ein Alp und wirst immer einer bleiben. Hier ist der Platz, an den du gehörst. Ich überlasse dich nun deiner selbst. Möge Effizienz dein Handeln leiten. Hohe Elex-Konzentration in der Region gemessen. Abbau empfohlen. Ich glaube nicht, dass das den Alps gefallen würde. So. Mit dem da soll ich reden. Der hat hier das Sagen. Azog oder Azog. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkehrst. Was willst du hier? Ich will mich euch anschließen. Und das fällt dir jetzt ein? Nimm das zu. Dafür ist es ein bisschen spät, findest du nicht? Du bist keiner unserer Commander mehr, sondern ein Relikt der Vergangenheit. Und ein Relikt der Zukunft. Wenn du aber willens bist, uns zu helfen, werde ich das nicht ablehnen. Du hast einiges an Wiedergutmachung zu leisten. Moment. Du schmeißt mich nicht raus? Was meine Leute von dir halten, überlasse ich ihnen. Aber durch dich haben wir den Wert von Emotionen erkannt und so unsere Effizienz gesteigert. Nice. Meine Neutralität dir gegenüber ist kein Freibrief. Solange du dich hier aufhältst, haben meine Agenten die Anweisung, dich zu beobachten. Handelst du unseren Regeln zuwider, werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Okay. Aber warte, ich sollte vielleicht noch fragen, wie die Lage... Wie ist die Lage? Die neuen Gegner gewähren uns kaum eine Atempause. Sie in Schach zu halten, bindet Ressourcen und reißt Lücken in unsere Organisationsstruktur. Sie zu füllen, wird deine Aufgabe sein. Gut. Such Commander Irissa auf. Sie ist stark eingespannt und muss entlastet werden. Rechne aber mit Widerstand. Sie hat nicht vergessen, dass du uns damals den Rücken gekehrt hast. Ist sie zufrieden mit deiner Arbeit, ziehe ich in Betracht, dich wieder bei uns aufzunehmen. Irissa, okay. Die Chance auf Rehabilitierung erhält nicht jeder. Vergeude sie nicht. Ob die Larissa Irissa heißt, das wäre ziemlich lustig. Da ist ein Pokal. In deiner Kassette. Ja, es besteht hier immer noch. Oh, guck mal, hier eine Truhe. Muss auch stehen. Okay, hier ist alles stehen. Aber draußen rumlaufen. Oh! Moment. Ah, doch. Ich dachte gerade zuerst. Hier wäre ganz, ganz tief. Aber nee, geht so. Ah, hier ist eine Werkbank. Nee, eine Schmiede. Oh, guck mal, ich kann ja inzwischen Sachen hier schmieden. Ah nee, konnte ich ja schon die ganze Zeit, weil ich 3 Stück von einer Sache hatte, ne? Ja. Hab ich schon wieder vergessen.
Fernwaffenwerkbank. Kann ja sowas gar nicht herstellen. Oh, guck mal. Den kann ich, könnte ich theoretisch schon verbessern. Den beschädigten Sky End Plaster zum Sky End Plaster. Boah, der macht richtig stark. Und ich bräuchte 46 Geschicklichkeit. Easy. Geil, der war echt gut. Und hier den auch noch. Weil es halt geht. Den beschädigten Bogen haben wir dann direkt mal zu einem guten Kriegsbogen gemacht. Den Sky End Plaster, den werden wir nutzen. Nice. Ah, hier steht auch, da ist eine Fernwaffe. Was ist bei der Schmiede? Ah, da ist ein Amboss. Kroni. Ist das Munition? Munitionspresse, ja. Bauplan für Armbrustbolzen. Bauplan für Pfeile. Und Bauplan für Speere. Wieso kann ich das nicht herstellen? Achso, ich habe die Voraussetzung Munition erstellen nicht von einem Grad. Okay, gut zu wissen. Ich dachte die ganze Zeit, ich könnte 0 von 1 herstellen. Aber das ist ja Blödsinn. Mana-Trank hier. Hier müsste doch Elex-Trink geben. Ja. Was ist hier denn ein Mana-Trank? Warte, was war das noch? Kleiner Gegenstein. Ah, da unten, jawohl. So, ich will da hingehen, wo ich eben gemeint habe. Das war... Ist das unser Kumpel? Nee, das ist jemand anderes. War das hier? Nee, nee. Ich hätte besser aufpassen sollen, wo lang wir gelaufen sind. Ich bin einfach dem Typen hinterher. Aber das war dann wohl hier vorne einfach. Jo. Hier rechts, genau. Da oben drauf zum Beispiel will ich halt. Oder ist da halt einer. In solchen Depots hier kann man nämlich normalerweise immer was finden noch. So gerade so hinten in der Ecke irgendwie. Okay. Was war das? Keine Ahnung. Okay. Ja, scheinbar ist das hier gar kein Depot, sondern vielmehr einfach nur ein Rundgang. Langweilig, wisst. Noch um etwas kümmern. Hooper. Keine Zeit. Okay. Hooper war diejenige, die eben abgedrückt hat. Bei der Hinrichtung. Als die Effizienz nicht effizient war. Ah ja, hier. Letzte Worte erhalten. Oh, jetzt nur Kommando. Vortreten und beginnen. Genug, zurück in die Formation. Nächster. Mangelhafte Ausführung. Der nächste. Gut, das reicht. Bis zur nächsten Evaluation wird mit dem eigenständigen Training fortgefahren. Ausführung. Komm schon, Kampfausbildung. Rang und Name? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich notiere, ehemaliger Commander, der sich nicht an das Protokoll halten kann. Des Weiteren stelle ich die Fragen nicht umgekehrt. Fahren wir fort. Grund für deine Rückkehr? Ich will trainieren.
Mein Programm umfasst den Nah- und Fernkampf. Zusätzlich verbessere ich die Kondition meiner Untergebenen. In deinem Fall ist mir keine Weisung bekannt, dir die Ausbildung zu verweigern, auch wenn ich das hätte nachvollziehen können. Für jede Trainingseinheit werde ich dir allerdings Elixit in Rechnung stellen. Wenn dir dieses Verfahren nicht passt, such dein Glück bei den Menschen. Darin hast du ja Übung. Ich will meine alten Fähigkeiten zurück. Kannst du da was tun? Ich will meine alten Fähigkeiten zurück. Kannst du da was tun? Nein, aber Kell. Nur hat man dich bisher nicht rehabilitiert. Erst wenn du wieder in unseren Reihen aufgenommen wurdest, steht dir dieser Weg offen. Das war im Übrigen die einzige Frage, die ich dir nochmal durchgehen lasse. Bilde mich aus. Ich hatte schon befürchtet, du würdest wieder eine Frage stellen. Fangen wir an. Boah, guck mal, wie viel er ausbilden kann. Nee, Moment. Doch. Der kann hier richtig viel lernen. Oh ja, hier erstmal Rüstung. Rüstungsschutz steigt und meine Resistenz steigt. Nice. Das kann ich leider noch nicht. Dafür brauche ich mehr Konstitution. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Hier, Fernkampfwaffen, Spezialist. Erhöht den Schaden mit Energiewaffen. Ah, dafür bräuchte ich Fernkampfwaffen auf Stufe 3. Okay. Pulvermeister erhöht den Schaden mit Schrotflinten. Projektilmeister erhöht den Schaden. Achso, ne. Fernkampfspezialist senkt die Anforderungen anlegen für Fernkampfwaffen. Das nehmen wir noch. Sehr gut. Das war tatsächlich sehr gut. Ich habe keine Lernpunkte mehr, wie ihr seht. Aber das... Oh, der kann noch viel mehr. Guck mal, hier kann der auch noch alles behalten. Krass, wie gut der ist. Ja, und Ausdauer wäre halt auch echt... Nein. So, ich glaube, Kell haben wir oben eben davor gestanden. Ich guck mal gerade. Weil der hat ja gesagt, Fernkampfwaffen verringert das. Oh ja, hier 41, 3 Punkte vergeben, dann geht das. Die erledigte Schrotflinte können wir ja schon nutzen. Den Reißzahn haben wir auch schon. Die können wir auch schon. Achso, das ist der beschädigte Bogen. Das ist der Bogen. Das ist der beschädigte Kriegsbogen. Und das ist der Berserkerbogen. Ein Geschicklichkeit mehr, Leute. Genau, hier. Ein Geschicklichkeit mehr, dann würde ich richtig viel Schaden machen können. Und hier halt ein bisschen mehr, dann kriege ich sogar Segensbringer, Energiewaffe. Nice. Ich hätte gerne die Alp-Ausrüstung auch. Hier ist noch ein Trooper, die schlaft. Da schleicht doch jemand. Ich schleicht doch gar nicht. Oh! Sofort ra- Du Entscheider, mein Kopf. Lass dir das nicht noch einmal einfallen. Ich wusste nicht, dass man da nicht reinkam. Ich dachte, warum setzt man jetzt die Infektion? So. Was gibt es? Ich sehe mich nur um. Du bist keiner von uns. Sei vorsichtig, wo du hier hingehst. Noch nicht. Nicht jeder Bereich ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir haben hier alles im Blick. Du gehörst zu den Wachen? So ist es. Und wer bist du? Ich heiße Jax. Ich heiße Jax. Warte, bist du etwa der Jax, der bis zum Hybriden vordringen konnte? Wer sonst? Sieht so aus. Ich? Interessant. Ich wusste nicht, dass du wieder zurück bist. Hätte nicht gedacht, dass ich dich mal persönlich kennenlerne. Und Fan, hä? Ich habe leider keine Zeit, mich weiter mit dir zu unterhalten. Oder auch nicht. Vielleicht, wenn meine Schicht rum ist. Oder doch? Man weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht. Leute, ich bin direkt wieder da. Ich habe kalte Füße. Moment bitte.
Eigentlich wollte ich damit warten, bis die Folge vorbei ist für YouTube, aber meine Füße wurden dadurch nicht wärmer. Deswegen war das dann jetzt doch schon früh nötig. Hier in so Ecken kann ich mir super gut was vorstellen. So hier so Kiste mit Loot, aber nee. Oder hier auch nichts, ne? Schade. Schade? Schade. Sollen wir mal zu Kel gehen? Ah ne, zu Larissa Irissa, genau. Wer bist denn du hier? Kennt. Hi. Der. Was macht der? Gar nichts, wie es aussieht. Hier gibt es ein paar Blümchen, die wir nicht pflücken können. Ist auch nichts. Okay. Okay. Ah, wir sind jetzt am Nordausgang, okay. Oh, haben wir den Teleporter hier gar nicht geholt? Oh. Oder ist hier der Teleporter? Kann natürlich sein, dass ich den am Anfang, dass ich den beim anderen Eingang gar nicht gesehen habe, weil da keiner war. Aber da wird einer sein. Was ist mit der Musik jetzt? Okay, hallo Musik. Was ist denn mit dem hier? Achso, Ekrom, neu. Wir Alps sind das am weitesten entwickelte Volk der Menschen in Magalan. Sollten wir da nicht auch das Recht haben, die Zukunft zu bestimmen? Okay. Dunkles Elex. So, das hier fand ich auch im ersten Teil schon immer interessant. Hier ist fließende Lava. Und das in einem Schneegebiet, wo man nicht weiß, ist mir jetzt kalt oder warm. Das hat mir schon in Teil 1 sehr gut gefallen. Wobei die Lava, glaube ich, in Teil 1 mehr bei den Klerikern war als bei den Alts. Weil die hatten, also die Kleriker hatten in Teil 1 ihre Basis auf so einem, in so einem Vulkangebiet. War mega geil. Was ist denn da? Neugierig. Bot, dunkle Telex, Geflügelfleisch, eine Schlachtleise, aber beschädigt. Eine Kristallrad, oh, der war schlecht. Meine Fresse habe ich schlecht geschlossen. So, Kroni, komm. Woll, Kroni, nochmal. Worauf schießt du? Ah, er schießt schon hier drauf. Okay, Kroni, der geht an dich. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Und ich bleibe noch ein bisschen in dem Gebiet, wo die wohnen. Hol mir noch ein paar Quests und so weiter. Und gucke, wie ich dort Fortschritte erzielen kann. Weil, wie gesagt, ich will die Sachen von denen lernen. Und dafür muss ich mich denen erstmal anschließen. So. Im Dach vielleicht irgendwas Interessantes? Wir werden sehen. Nope. Hier. Oh, nein. Wollte eigentlich springen, aber Computer sagte nein. Computer sagt schon wieder nein.
Jax will einfach nicht dort springen. Dann laufen wir runter. Was war hier? Du siehst aus wie ein Händler. Ich glaube, du bist Suppenküche. Nummer 340-9410. 348-9-14. Einen Moment, ich überprüfe das. Ich habe deine Nummer gefunden. Hier steht noch genau eine Wochenration an Nahrungsmitteln zu. Protokoll. Eine Wochenration an 348-9-14 richtig übergeben. Dies war deine letzte. Dir steht es ab jetzt frei, Nahrung gegen Elixit zu erwerben, falls du dies wünschst. Ich habe irgendwem jetzt die Nahrung geklaut. Was willst du haben? Oh mein Gott. Alter, hab ich viel Spaß gebrannt. Das klingt mir Energy Drink geil. Hab ich auch hier. Frostpilz in der Frostpilz resistent gegen Feuer erhöht. Oh. Hat sogar für Gänsehaut. Wie viele von den Heiltränken habe ich? 14 und hiervon 24. Ja komm, ich trinke. Ich kaufe mal hiervon. Oh. 7 Stück. Oh, ich bin fast pleite. Okay, die kann ich mal verkaufen. Die Keule brauche ich auch nicht mehr. Die Schlachtachse brauche ich auch nicht. Kriegsachs auch nicht. Das auch nicht. Hier auch nicht. Geschädigter Großbogen, okay. Berserkerbogen, geschädigter Kriegsbogen. Ach, der Berserkerbogen. Achso, hier fehlt nur noch ein. Ah ja, okay. Und hier verkaufe ich. Bögen kann ich auch verkaufen. Beschädigter Jagdbogen kann ich auch verkaufen. Den Sky and Blaster behalte ich auf jeden Fall. Beschädigte Schrotflinte. Die kann ich, wenn ich noch eine finde, kann ich die verbessern. Beschädigte Kriegsarmbrust. Ja, ich habe zwar den Reißzahn, aber der landet dann in der Truhe. Und an Klamotten werde ich auch noch. 13 und verkaufen tun mal die schwachen Heiltränke. Okay, bringt zwar nicht so viel, aber ja. Handel akzeptieren. Nummer 348-9-14. Einen Moment bitte, ich überprüfe das. Mir sollte noch eine Wochenration zustehen. Ich kann im System nichts darüber finden. Das System sagt, du hast dir heute deine Ration bereits abgeholt. Dann ist das System fehlerhaft. Ich habe noch nichts erhalten. Nein, das System arbeitet einwandfrei. Deine Ration hast du bereits bekommen. Und jetzt geh, bevor ich dich Azog melden muss, weil du versucht hast, doppelte Rationen abzuheben. Aber... Kein Aber. Du bist berechtigt, Nahrungsmittel käuflich zu erwerben, wenn du dies wünschst. Ich habe keine Splitter. Nicht mein Problem. Ich komme wieder. Gut. No, 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 no. Ich weiß von nicht. Dass er sich das auch nicht gemerkt hat für die paar Minuten, die wir daneben standen, ne? Ja, Quickstop zu beißen. Ja, genau. Super, schon auf 5. Perfekt. Da war der Ausbilder, da konnte mir nichts. Wir mal da hinten das Gebäude noch gucken. Ist gar nichts. Ist ein Bett. Und noch ein Bett. Und da ist ein Typ. I don't care. Nett. Wo
Projekt 8N5, Erforschung der Wesensveränderung. Größere Mengen von dem dunklen Elix werden einem Alpha abgereicht. Testbereich. Ausfall motorischer Fähigkeiten. Sprachlernlust. Hohe Aggressivität. Eine Nasenjuckstuck. Analysen der Hirnaktivität. Aktivitäten in der linken Gehirnhälfte nicht messbar. Fazit. Eine zu hohe Dosis von dem dunklen Elix verursacht zuerst Anfälle im Stammhirn, welche sich in kürzester Zeit auf das gesamte Gehirn ausgebreitet hat. Wow. Das ist natürlich... das sollte wohl nicht so. Aber ihr seht, da kommt eine neue Art von Elix in die Welt. Und die Alps forschen direkt daran. Die möchten direkt Zugriff drauf haben, wissen, wie man damit umgeht und so weiter. Hier ist wieder Radik. So, wo ist denn hier mein Teleporter? Da ist irgendwas Krasses. Da hinten. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Voll in den Poppes. Der macht gar nichts. Der dünnt einen Gott, glaube ich. Ich weiß schon mal gerade schnell. Konnte gerade nicht. Oh. Automatisch speichern. Schnell speichern meine ich. Keine Ahnung. Ich werde automatisch gespeichert. Oh, voll in den Baum. Sollte ich eine andere Waffe nehmen? Ich weiß es nicht. Auf keinen Fall in den Nahkampf mit dem. Jawohl. Das war gut. 240 EP auch bekommen. Und ein bisschen Elex. Elex, Elex. Was suchen wir? Elex, Elex, Elex. Und ein bisschen Brot. Ne, Energieriegel. Und ein Brot. Hm, lecker. Oh, und da liegt noch mehr. Mittlerer Heiltrank. Geil. Rohes Fleisch. Beste. Oh, eine Eisenbahn. So, jetzt gehen wir mal da reingucken, was der, die das da erforscht. Zentra. Ich glaube, die erstmal den Pokal. Was nichts dagegen, gell? 25? Nein, 24. Dann die Wurzel aus... schwierig. Was ist denn? Siehst du nicht, dass ich gerade wichtige Berechnungen anstelle? Eigentlich wollte ich ja, ja, das ist bestimmt auch ganz wichtig. Aber ich muss mich wirklich konzentrieren. Was genau machst du denn da? Was genau machst du denn da? Ich versuche, dieses mathematische Problem zu lösen. Das verstehst du nicht. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, kannst du mir vielleicht behilflich sein. Ja? Du bist doch sicher schon überall rumgekommen und hast so einige schwierige Situationen gemeistert. Ah. Ich komme mit diesem Problem einfach nicht weiter. Mir fehlen Informationen über die Analyse bestimmter Funktionen. Dann zeig doch mal deine Berechnung. Nein, so meinte ich das nicht. Ah. Es gibt eine Formelsammlung in einer Fabrik, nicht weit von hier. Wir sind vor kurzem schon einmal dort gewesen, um das Buch zu suchen. Ich glaub, da waren wir schon mal. Allerdings hat mein Partner Krull dabei eine Horde Mutanten aufgeschreckt. Ich glaub, da waren wir schon mal. Danach musste ich fliehen und das Buch zurücklassen. Ich glaube, da sind wir einfach durchgelaufen. Aber du könntest es vielleicht für mich bergen. Ich würde einige wertvolle Tränke erübrigen, wenn du das für mich tust. Wo finde ich das Buch, das du suchst? Es müsste sich in einem größeren Fabrikgebäude südlich von hier befinden. Aber achte auf deine Umgebung. Es könnten immer noch Mutanten dort lauern.
Hier, ich speichere es in deinem Adjutor. Ich besorge dir das Mathebuch. Ausgezeichnet. Dann werde ich mit meiner Arbeit endlich vorankommen. Aber sei vorsichtig damit. Die Daten sind außerordentlich wertvoll. Ganz schön windig hier, hä? Guck mal unten auf ihrem Rock da. Was ist aus Krull geworden? Ich habe keine Ahnung. Es ist typisch für ihn, ständig in Schwierigkeiten zu geraten. Ach ja, wenn es sonst nichts ist. Daher ist er als Partner im Grunde unbrauchbar. Ja, okay. Muckefuck. Ein bisschen Wein, das darf sein. Auch eine Schlange Zigaretten kann man gut verkaufen. Ach, und ich hätte den ganzen Sprott noch verkaufen können. Dann habe ich halt noch ein bisschen Geld in Reserve. Da ist noch eine Pflanze. Muss ja noch mehr sein, oder? Ihre Pflanzen sind übrigens alle tot. Oder das sind diese runterhängenden Pflanzen. Ich glaube, das könnten auch diese sein, ja. Oh, ein bisschen Schrott hier noch. Sehr geil. Boni, aus dem Weg. So. Ja, aber ich habe immer noch nicht den Teleporter für die Basis gefunden. Ich gehe wieder zurück und suche mal weiter. Hier unten ist auch Lava, seht ihr? Ich will noch ein Level machen. Das wäre ganz schön nützlich. Was war hier links in dem Gebäude? Oh. Friedpunkt. Das war so ein Gebiet, wo wir besser nicht hinlaufen, würde ich sagen. Muss man auch erstmal, das muss man erstmal testen, ne? Ich meine, woher sollte ich wissen, dass man nicht in einen dunklen, voll Nebel besetzten Abgrund springen sollte? Macht ja gar keinen Sinn. Schlechter Zeitpunkt. Das ist jetzt noch nicht möglich. Schlechter Zeitpunkt. Ich wette, das gehört zu einer Quest oder sowas. Wenn das jetzt noch nicht möglich ist. Wäre aber besser, wenn man das einfach schon hacken könnte. Und dann das Objekt da drin einfach als noch nicht nutzbar oder so gelten würde. Hä? Achso, jetzt geht's. Ich bin nicht gut genug. Dann teste ich mit 2, 5, 4, 7. Ah, schade. Ich muss hacken lernen. Gerissenheit und Intelligenz, glaube ich, dafür hoch. Hier ist auch nochmal. Ich bin nicht gut genug. Ich finde das übrigens richtig gut bei dem Spiel hier. Wenn man jetzt so einen Riegel oder so spielt, woher sollen die Leute wissen, dass das eine gestohlene Ware ist? Das kannst du doch überhaupt nicht erkennen. Solange da keine besonderen Gegenstände sind, wo irgendein Name draufsteht, macht das keinen Sinn, dass jeder weiß, dieses Objekt ist gestohlen. Das hat zum Beispiel Elder Scrolls immer sehr schlecht gemacht. Hier zum Beispiel, wenn ich dieses Elixierchen nehme. Das sieht aus wie jedes andere. Das kann man einfach nicht wissen, ob das gestohlen ist oder nicht. Solange man nicht dabei beobachtet wird oder erwischt wird.
Er hat's bemerkt. Oh. Oh, die Wache ist noch besser gepanzert, oder wie? Er hat's bemerkt. Naja, da macht man nichts. So, nochmal laden. Der speichert ja alle paar Sekunden. Wieso kann ich eben eigentlich nicht? Speichern. Guck mal, der hat hier oben direkt gespeichert. Ist ja safe. Oh, lol. James will immer mit dem Kopf durch die Wand. Furchtbar, dieser Typ. Du bist Larissa, oder? Ja. Sehr gut zu wissen. Larissa Irissa. Wo ist denn der andere Dude jetzt? Jetzt ist hier gar keiner, lol. Geht der jetzt gleich auf seine Position oder was? Nice. Ich meine, war nur Mana-Tränke, aber geht im Prinzip. So, F5. Jetzt geht's auch wieder mit Speicher. Das hier wäre auch gespult, ne? Ja, dann... Du! Wie kannst du es wagen, vor mich zu treten? Verräter sind hier nicht erwünscht. Elexitor Azog hat mich geschickt. Elexitor Arzt hat mich geschickt. Okay. Schnell ausgesprochen. Mir ist es egal, ob er dich geschickt hat. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Du hast den Hybriden gestürzt. Du hast die Konverter zerstört. Du hast unsere Leute getötet. Wenn ich könnte, würde ich dich auf der Stelle exekutieren lassen. Ich musste es tun. Mit dem Hybriden gab es keine Zukunft. Für niemanden. Und wer hat dich ermächtigt, darüber zu entscheiden? Hör zu, wenn du mich hinrichten lassen willst, dann tu es gleich. Nur sehe ich keinen Grund dafür. Ihr schlagt euch ganz gut, wie es aussieht. Bedrohungslage erkannt. Berechne Abwehrmaßnahmen. Deaktiviere dein Sprachmodul oder ich lasse dich einschmelzen. Und jetzt zurück zu dir. Dein Beurteilungsvermögen lässt wie dein Charakter zu wünschen übrig. Unser Elex-Vorrat ist kaum der Rede wert. Ein Großteil unserer Territorien ist verloren und der Kampf gegen die neuen Invasoren bindet wertvolle Ressourcen. Wir könnten helfen, zurückzuerobern. Ich mach mal hier und was unternehmt ihr dagegen? Und was unternehmt ihr dagegen? Wir schicken die... Alles, was in unserer Macht steht. Nur, dass dir das klar ist. Ich wurde dazu bestimmt, Schaden von uns allen abzuwenden. Und du machst es mir nicht gerade leicht, deine Anwesenheit zu dulden. Du hast zu schauen. So habe ich dich früher nie erlebt. Frag dich mal warum. Aber das ist nicht Gegenstand der Diskussion. Wenn du so ein Problem mit mir hast, warum diskutieren wir dann noch? Gib deinen Leuten den Befehl abzudrücken. Und Azog damit zuwiderhandeln? Sicher nicht. Je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass ein schneller Tod zu gut für dich ist. Was erwartest du jetzt? Dass ich verschwinde? Ich stelle dich vor die Wahl. Entweder du stiehlst dich davon, wie du es schon einmal getan hast, oder du trägst deine Schuld ab. Wählst du Ersteres, verschwende nicht mehr unser beider Zeit und geh. Wo wird meine Hilfe gebraucht? Du wirst dich zum Krater begeben. Stelle fest, ob jemand namens Skibor tot oder lebendig ist. Und wozu das Ganze? Ich habe gesagt, du sollst uns helfen, nicht, dass du Fragen stellen sollst. Antworten und Vertrauen wirst du dir verdienen müssen. Also tu, was ich dir aufgetragen habe. Wenn er noch lebt, stelle sicher, dass das auch so bleibt. Kibots Lebensversicherung. Jetzt wissen wir auch bald, wo der... Was ist hier das eigentlich? Wo ist denn das? Ja. Okay. Nee, da war nicht. Oh.
Ah ne, das ist der Questgeber. Das ist die Mission. Okay, können wir auch noch machen irgendwann. Typ namens Krieger, dann bin ich ein Knaller. Vielleicht sollte ich mir den auch mal anschauen gehen. Okay. Wo ist das? Das ist das Geber, okay. Und das ist da. Ja, dann gehen wir doch da hin und machen da ein paar Quests, oder? Aber zuerst muss ich mich hierhin wieder zurück teleportieren können. So, wie, wo, Teleporter. Wo ist hier der Teleporter? Sag es mir. Ja, da unten habe ich aber eben schon gesucht. Guck mal, was hier oben noch so ist. Vielleicht ist hier in der Ecke irgendwo noch einer. Ja! Perfekt. So. Ich gucke mich noch ein bisschen hier um. Ich glaube, hier werden die Mechas hergestellt, so wie das aussieht. Oder die Max. Je nachdem. Hier ist Kell. Du kannst Arzog sagen, die Kolosse brauchen noch ein wenig. Ihre Schäden sind schwerer als gedacht. Ach, wovon redest du da? Hat Arzog dich nicht geschickt, um den Reparaturbericht einzuholen? Nein. Was willst du dann? Du bist also für die Wartung der Roboter zuständig? Nein, normalerweise nicht. Dafür scheinst du dich aber gut darum zu kümmern. Unser Chefingenieur ist bei einem Außeneinsatz gestorben. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Eigentlich bin ich Ausbilder unserer Streitkräfte. Du bist Ausbilder? Kannst du mich auch ausbilden? Wie ich sagte, ich bin Ausbilder unserer Streitkräfte. Ich weiß nicht, was du hier machst, aber ein Alp bist du nicht. Noch nicht. Nur weil du dich im Depot aufhalten darfst, heißt das nicht, dass ich meine Zeit mit dir verschwenden muss. Wie kommt es, dass Sie einen Ausbilder zum Chefingenieur gemacht haben? Als Ausbilder ist es meine Pflicht, Notfallreparaturen im Feld ausführen zu können. Ich kenne mich vermutlich besser mit den Maschinen aus als jeder andere. Ein Typ. Ein Alp, okay. Als Platz dem müssen wir also zurück, wenn wir ein Alp sind oder wieder sind. Dass hier nirgendwo Loot liegt, das kann ich mir fast nicht glauben. Als ob die das hier so aufgeräumt halten. Hallo? Hallo? Komm hier nicht mehr raus. Ah, Kroni war im Weg, okay. Die haben das hier viel zu aufgeräumt, scheiße. Du musst doch irgendeiner noch Elixid oder so aus Versehen fallen gelassen haben. Ich habe einen Blick auf die Uhr und die Stunde wäre für die YouTube-Folge gleich vorbei. Ich will noch mal kurz runtergehen zu den... Hab vergessen, wie sie hießen, zu den Leuten, die weniger effektiv sind. Waren das? Das war irgendwo hinterm Haus oder so, ne? Das sind doch irgendwo seitlich reingelaufen und kam dann wieder hinten seitlich raus. Der Typ meinte, wo es unaufgeräumter ist. Ist das hier schon? Ah, hier ist es. Hier gibt es doch bestimmt irgendjemand, mit dem wir reden können. Keiner gesehen, hat keiner was sehen wollen. Und das, dann sollen das Betten sein? Das sollen Betten sein, geil. Komfortabel, dass auch einfach sein muss. Du siehst aus wie Ersatzteilhändler. Genau das wollte ich nicht sagen.
Zeig mir deine Waren. Jawohl. Beschädigt, beschädigt, beschädigt. Beschädigtes Lasergewehr. Beschädigter Plaster. Was ist denn mit einem Plaster und was ist ein Lasergewehr? Wo ist denn da der Unterschied? Also auf jeden Fall schon mal vom Schaden her. Aber den Plaster könnte man sogar kaufen. Für 250. Kauf alle drei. Und geh die verbessern. Achso, eine Sache noch. Jawohl. Ich will den Schrott verkaufen. Nicht allen, sondern vor allen Dingen die Zigaretten. Das dürfte schon gereicht haben dann. Ritualdeutsch. Oh, okay. Eine Uhr, ja, kann ich auch verkaufen. Irgendwie so. Geld. Geldkassette. Okay, also das kann ich schon alles weg. Plastikflaschen, Symbol von Kalan, Symbol von Rabak. Klebeband erhalten wir. Okay, vielleicht verkaufe ich doch fast allen Müll. Blumentöpfe, Ventilator. Da sind Zigaretten, die ich verkaufen wollte. Geil. Radinos. Wir haben noch Elixierbeutel. Oh, 11 Stück davon. Noch ein Pokal. Ein Spielzeugautos. Schrauben. Säuredrüse. Geil. Das sind Trophäen, die kann man verkaufen. Ah, guck mal, jetzt sieht unser Geld schon viel besser aus, ne? Chitinpanzer, voll. Und ein Horn. Und ein paar Federn. Die Bilder behalte ich mal. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Nein. So. Jetzt haben wir wieder mehr Geld. Ich fühle mich besser. Ich gehe nach raus in die Kälte. Und heb das da noch auf. Wein. Da war ich, weil die Kiste runtergefallen ist, kaputt gegangen, deswegen konnte ich das aufheben. Okay. So. Ich gehe hier ganz cool rum. Und ich mache jetzt Folgenende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen ersten Einblick der Alps bekommen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch wirklich gefallen hat. Ein Kommentar ist auch gern gesehen. Ansonsten, es war euch eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.